Gildenmeister Trebonius hat mich zu einem Duell in der Arena von Vivec herausgefordert. Das Duell endet erst mit dem Tod eines von uns beiden. Der Gildengewinner wird zum neuen Gildenmeister der Magiergilde in Varenfell. In Ordnung. Wie komme ich hier raus? Gehen wir zur Arena. Nehmen wir seinen Seid Platz willkommen. Ein. Willkommen. Worüber sollen wir... Wenn ich jetzt nur wüsste, auf welcher Seite die Gondel ist. Da nicht. Da. Ach stimmt, das ist das Fremdenviertel, hatte ich ja komplett vergessen, hä? Ja, früher hat uns das wehgetan. Beeindruckend. Eure Kleidung ist wahrlich eine Zierde. Es ist beeindruckend, ja. So, jetzt kämpfen wir doch mal in der Arena. Wo war denn der Eingang? War der ganz oben oder hier? Ich glaube nicht, dass er hier war, oder? Könnte aber sein. Ja doch, ich glaube, es war hier. Athletiker von 69 Punkte. Die Grube. Wir speichern vorher. Ich werde ihn auf Magierweise töten, mit Zaubern. Ergebt euch, und ich lasse euch vielleicht am Leben. Oh, der fängt sofort an. Wie er möchte. Beschwören wir ein Feuer... Nein, geht nicht. Eisstern! Feuerball? Na gut, er geht in den Nahkampf. Gehe ich auch in den Nahkampf. Kommt schon, kämpft! Wir haben halt beide kein Mana mehr. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Ich bin der neue Erzmagier der Magiergilde in Wadenfell. 17 Ruf, ja! Erzmagier! Und hier sind wir mal. Ja, cool! So, Tareras, Edra und Dedra. Ach, das hat mir Magie. Das heben wir uns auf. Gewöhnliche Krankheiten brauchen wir nicht. Magie wiederherstellen nehmen wir. Levitation? Nein. Lebensenergie festigen nehmen wir auch mit. Extravagantes Gewand nehmen wir mit. Extravaganter Gürtel. Extravagante Schuhe. Amulett des Totenbeschwerers? Normalen Waffen widerstehen 25% auf sich selbst. Festige Intelligenz 25 Punkte auf sich selbst. Dauerhafte Wirkung. Lebensenergie wiederherstellen 1 Punkt auf sich selbst. Und Zauber absorbieren 25 Punkte auf sich selbst. Dauerhafte Wirkung? Stab des Trebonius. Stumpfe Waffe 2 nicht. Anfälligkeit für Feuer und Blitz und Feuerschaden und Blitzschaden. Den nehmen wir auch mit. Wir wiegen zu viel. Was haben wir denn aktuell? Göttlicher Eingriff. So, und jetzt hätten wir halt normalen Waffen widerstehen. Festigen Intelligenz müssten wir haben. Zauber absorbieren. Moment, das wird... Okay. Cool. Wir haben jetzt sowas wie normale Regeneration. 1 Punkt pro Sekunde. Voll geil. Das ist mein neues Lieblingsamulett. Das hat er getragen?
Das hat ihm aber nicht viel geholfen. Aber gut, ein Punkt pro Sekunde, wir haben 240 Punkte. Andererseits, in 4 Minuten ist unser komplettes Leben wieder geheilt. Aber das sehen wir dennoch auf, weil wir haben sonst noch keinen göttlichen Eingriffszauber. Ja gut, machen wir Rückkehr, ja. Nehmen wir einen Magie-Wiederherstellen-Trank. Magie wiederherstellen. Da, 10 Punkte für 5 Sekunden, das reicht. Wiegt doch 0,8. Rückkehr. Und dann der Dohlenfederring sollte ausreichen. Ja. Mögest du auf warmem Sand wandeln. Gut, das Buch kann ich ablegen, das auch. Edra und Dedra haben wir zwar schon gelesen, aber dennoch. Zu groß? Okay, jetzt wird es langsam tatsächlich zu groß. Dann würde ich sagen, wieso ist dein Knochenhelm drin? Armun, ah, ein Knochenhelm. Die werden verkauft. Zu groß. Ist hier noch irgendwie Rüstung drin? Nein. Dann kommen jetzt die teuren Sachen weg. Die müssten wir da eher drin haben. Die nehmen wir ja schon gar nicht mehr mit, die teuren Sachen. Hier, teure Schuhe. Zack, und schon hat es Platz. Das wird verkauft, verkauft, behalten. Pfeile habe ich noch. Stab des Tribonius. Ja, der liegt wieder. Wo könnten wir den hinlegen? Ich grüße dich. Willkommen. Der kommt da oben irgendwo hin. Mist. Okay, dann muss das noch warten. Was legen wir denn sonst noch so lange ab? Bücher haben wir noch welche. Das ist nicht viel. Aber ich glaube, wir haben das schon mal gelesen. Aber da es einzigartig ist, immerhin hat es einen anderen Titel, wird es aufgehoben. Sehr schön. Damit hätten wir jetzt alles, außer den Stab. Na gut, zum Händler könnten wir auch noch. Aber dann möchte ich vorher levitieren. Ja, und das heißt, wir werden vorher rasten. Zwei Punkte haben wir noch. Aber das ist überall eine Null. Das heißt, wir haben 1,9 oder sowas. Na toll. Naja. Dohlenfederring. Wo haben wir denn die Levitation? Da. Grüße an meinen Freund. Mist. Wo legen wir den hin? Legen wir ihn dahin.
Ja, das passt. Ich kann nicht immer noch. Ah, ja. Natürlich bin ich da noch ein bisschen überlastet. Ich grüße euch. Worüber? Mit dir möchte ich nirgendwo über nichts reden. Mist. Naja, aber wenigstens können wir handeln. Die nimmt er leider nicht. Okay. 120 mal 1,59 sind 191. Fast. Ja, sehr schön. Gut, gehen wir zum nächsten. Mist. Nur 32? Lol. 1,59 sind 51. Leider nicht. Auch nicht. Aber 49. Ich muss sagen, eure Gesellschaft gefällt mir. Plaudern. Bitte fahrt fort. So, aber jetzt. Zurück nach Aldrun. Hallo, wie geht es euch? Überall Umweg von Bamora. In Bamora will ich sowieso nochmal mit Ajira reden, denn ich glaube, sie hatte ja einen Auftrag für uns, oder? Oder haben wir den schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir den gemacht haben. Deswegen möchte ich nochmal mit ihr reden, wegen Aufgaben. Wie wunderbar. Ich heiße euch willkommen. Denn eigentlich müssten wir die mittlerweile machen können. Teilt eure Gedanken. Mögest du auf warmem Sand wandeln. Der Stab des Magnus. Ich glaube, das haben wir mal gebracht. Was? Ajira hat keine Aufgaben für Freundwinder, aber sie wird euch jetzt ein Geheimnis verraten. Ajira weiß alles über den Stab des Magnus. Ajira weiß, dass der Stab des Magnus in Assu ist. Er ist in einer Höhle in den an den Hängen des Kantberg, nordwestlich von Molag Mar. Aha. Ajira erzählte mir, dass sich der Stab des Magnus in Assu befindet, der Höhle eines Hexenmeisters in den Hängen des Kantberg, nördlich und westlich von Molag Mar. Stab des Magnus, sagt mir irgendwas, haben wir den schon geholt? Naja. Die hat also keine Aufgaben mehr. Aber ich glaube, ein Auftrag hat das nicht mehr gemacht, oder? Doch, der Stab des Magnus. Ja, schön. Machen wir vielleicht später noch. Aber die hatte, glaube ich, auch keine Aufgaben mehr, oder? Natürlich jetzt, Magier, was immer ihr sagt. Okay. Aber wisst ihr was, dadurch, dass wir jetzt die Aufgabe von Anastasia angenommen haben, möchte ich nochmal was ausbilden. Und jetzt reisen wir nach Alderun. Denn wir sind der Boss. Wo habe ich nur meine Gedanken gehabt? Noch mehr Unterbrechungen, Erzmagier? Wollt ihr noch mehr Aufgaben? Warum seid ihr hier? Erzmagier? Trebonius. Ihr seid jetzt die Erzmagier, Wender. Versucht Trebonius zu vergessen. Sehr schön. Es wäre nicht angemessen, wenn ich euch Befehle erteilen wollte, Erzmagier. Das heißt, wir haben die Aufgabe jetzt fertig. Haben wir wirklich fertig? Das Geheimnis der Zwerge, natürlich. Bat mich herauszufinden, was den Zwergen zugestoßen ist. Leider hat er mir nicht allzu viele... Die Quest können wir jetzt irgendwie nicht mehr machen, oder was?
Ihr möchtet mit mir über eine Beförderung reden? Seid ihr für den nächsten Rang bereit, Erzmagier? Ja. Toll. Bevor ich ihn getötet habe, habe ich nochmal alles versucht, mit allem über ihn zu reden, aber es hat nicht geklappt. Finde ich irgendwie komisch. Naja. Aber eigentlich sollte er, selbst wenn wir die Quest nicht abgeschlossen haben, sollte sie mit seinem Tod eigentlich abgebrochen werden. Naja. Dann haben wir die Magiergilde hier auch durch. Wisst ihr was? Dann machen wir das doch einfach. Wo ist denn der Kantberg nochmal? Marandus? Nicht Huleft? Da, Kantberg, bei Molag Mar war es. Okay, nördlich und südlich und westlich, oder? Nördlich und westlich. In den Hängen des Kantbergs. Assu. Ja, gehen wir nach Molag Mar. Ihr seid in guter Gesellschaft. Ich heiße euch willkommen. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich könnte mich von hier aus nach Suran teleportieren. Wollt ihr euren Reichtum? Aber dann nehmen wir halt das Schlickschreiter. Ich finde, ihr seid wahrlich ein netter Gesprächspartner. Dankeschön. Molag Mar? Ja, was ist denn näher an Molag Mar? Suran? Aber der ist hier auch nicht. Reisen wir nach Balmora, da müsste es eigentlich gehen. Da müsste es gehen. Wir haben insgesamt schon 99 Mana? Cool. Ach stimmt, doch das Amulett hier auch. Das Amulett ist so cool. Das ist das beste Amulett, das wir bisher gefunden haben. Ganz ehrlich. Wir bieten euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. So, von Suran müsste ich mich eigentlich nach Molag Mar reisen können. Hoffe ich. So, das haben wir auch. Da oben ist er. Sie. Oh, die ist noch nicht auf 100. Das müssen wir aber schnell ändern. Molag Mar! Warum gehen, wenn ihr reiten könnt? So, Kantberg. Der ist in der Richtung. Und dort muss es irgendwo eine Höhle namens Assu geben. Bin ich ja gespannt. Bin ich sehr gespannt. Könnte nämlich sein, dass wir sie tatsächlich schon mal gefunden haben. Da ist ein Lied.
haben wir nicht getroffen. Schade. Aber jetzt. Da ist noch eine Ratte. Die lebt noch. Und rennt auf uns zu. Mist, sie weicht sogar aus. Pestkranke. Da ist der Kantberg. Wenn das der Kantberg ist, muss hier irgendwo diese Höhle sein. Frage ist nur wo. Ja, natürlich hat er unten uns gesehen. Er hat uns getroffen, aber wir haben volles Leben. Also entweder hat er uns keinen Schaden gemacht oder das Ding halt tatsächlich. Gehen wir mal hier so ein bisschen querfeldein.